herzlich willkommen zurück bei Life is Strange Two Colors. Ich sag kurz Hallo. Was dagegen? Klar, kein Problem. Was geht, Monsterjäger Thaynor? Hey! Eine Woche bis zum Lab. Aufgeregt? Auf jeden Fall. Guter Mann. Wir müssen uns noch mit Snacks eindecken. Wird eine echt lange Fahrt. Meinst du, wir fahren mit Steph? Wir schauen mal. Sie ist der GM, also muss sie wahrscheinlich sehr früh in Denver sein. Was geht heute Abend? Mom sagt, ich soll in der Lantern bleiben, bis sie von der Arbeit zurückkommt. Aber, ich wäre echt lieber zu Hause. Wäre das okay? Geht klar, Mann. Aber ich sehe mir nachher deine Hausaufgaben an. Mach die fertig, kapiert? Kapiert. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Bis dann. So weird, du in dieser Dad-Rolle. Dad-Rolle? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin besser als ein Dad. Ich bin wie ein Dad Plus. Wir vertrauen uns. Er erzählt mir Dinge, die er Charlotte nicht sagt. Ethan hat gelogen, was das Erkunden der alten Mine betrifft. Er hat mir sein Geheimnis anvertraut. Soll ich es bewahren? Oder soll ich ihn verpetzen? Also, erstmal würde ich das Geheimnis bewahren. Hallo, kann man... Ich will rechts haben. So, erstmal würde ich es bewahren. Später würde ich es ihm dann aber sagen, wenn wirklich was passieren sollte. Was ist los? Ja, du... bist nur wie Pooh der Bär für Ethans Christopher Robin. Ja, genau. Genau so ist es, ja. Außer dass... naja... du datest seine Mom. Dann kennst du meine Pooh der Bär Fanfiction noch nicht. Wow. Was? Gehen wir deine Sachen ablegen? Okay, so sieht also eine Bergbaustadt aus. Ich dachte, hier würden mehr Typen in Overalls rumlaufen. Mit komplett verrußten Gesichtern? Ganz genau. Was wird hier denn abgebaut? Damals war es Silber, ist ewig her. Und jetzt? Uran. Die sprengen diese riesigen Löcher in die Berge und verkaufen das Zeug an Atomkraftwerke. Wow. Ja, heute Abend gibt's sogar die nächste Sprengung. Ist ziemlich krass. Glaube ich gern. Na, sieh mal an. Jet, hey, ich muss dir jemanden vorstellen. Alex, das ist mein Kumpel Jet. Kumpel, verdammt. Hör dir diesen Bullshit an. Er meint, sein Boss. Ihnen gehört die Black Lantern. Seit ungefähr 12 Jahren. Schön, dich zu treffen, Alex. Hab verdammt viel von dir gehört. Ja? Nur schlimmes Zeug. Überwiegend Lügen. Dein Bruder labert nur Scheiße, wusstest du das? Er hat sich fast in die Hosen gemacht, als er hier auf dich gewartet hat. Nur fast? Ja, ich wollte nur noch mal kurz anmerken. Also spätestens da hätte ich auf jeden Fall mit ihm gesprochen, beziehungsweise geguckt, obwohl er hat ja gesagt, er möchte gerne zu Hause bleiben. Eigentlich sollte er dann nicht in die Mine gehen, aber naja, man weiß es halt nicht, ne? Ich habe mich auch gefreut, ihn zu sehen. In unserer Familie bleiben die Hosen selten trocken. Ich mag sie. Ja, sie ist in Ordnung. Wir gehen rein, kommst du mit? Komme gleich nach. Ich wollte mich mit Eleanor treffen wegen der Dekoration für das Frühlingsfest. Hat er schon vom Fest erzählt? Nicht so wirklich. Ich erzähl dir später davon. Wenn der anfängt zu reden, hört er nicht mehr auf. Ich bin redselig, verdammt nochmal. Das nennt man charmant. Oh, bevor du gehst, will ich dich lieber mal warnen. Mac hat sich wieder diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Hab's gehört. Ja, naja. Nur, dass du's weißt. Pass lieber auf. Egal, kommt erstmal in Ruhe an. Alex, hat mich gefreut. Gleichfalls, Jet. Also,
Frühlingsfest klingt wie Abschlussball in den Bergen. Es ist viel cooler, als es klingt. Ach, als ob. Hier geht doch sicher so ein Wickerman-Shit ab. Hey, woher weißt du das? Ist nicht dein Ernst. Und hier wohnst du? Kling nicht so überrascht. Wow. Als du gesagt hast, dass du eine schöne Wohnung hast, dachte ich, sie wäre klein und gemütlich. Willkommen in meinem Heim. Ernsthaft? Das ist krass. Und das Beste ist, es ist eigentlich deins. Ich bin eh meistens bei Charlotte. Was meinst du meins? Ist es super? Ja, das hat er ja schon erklärt, was er damit meint. Gabe, es ist super. Schön. Wirklich? Ich bin echt sprachlos. Wie wär's mit Danke? Oder du bist der Beste? Oder ich nenne mein erstes und drittes Kind auf jeden Fall Gabriel oder Gabriella. Geht klar. Gabriella sollte meine Tochter damals heißen. Haben wir die Sache mit dem mich anstarren nicht schon hinter uns? Naja. Ich habe mir dich genauso vorgestellt. Echt? Und hast du dir mich so vorgestellt? Ja, den Bart hätte ich nicht erwartet. Ja. Aber ich meine, ich denke mal, er ist immer noch er selbst. Ich habe echt nicht erwartet, dass du einen Bart hast. Haben sie es dir nicht gesagt? Wenn du nach Colorado ziehst, bekommst du automatisch einen coolen Bart, umfassendes Wissen über Craft Beer und ein Subaru. Komisch. Davon bekam ich bisher noch nichts. Keine Sorge, ich lasse nichts unversucht, damit du dein eigenes Colorado-Willkommenspaket bekommst. Gut, denn ich habe auch was für dich besorgt. Warte, was? Überraschung. Hey, ist das... Das ist das Album, das ich bestellt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich wollte es dir schenken. Naja, ich hab's zuerst für dich gekauft, also... Crazy Stick kalt, okay. Ja, wie ihr sicher schon gemerkt habt, habe ich auch hier wieder aus lizenzrechtlichen Gründen die Musik ausgeschaltet, weil ich leider mit YouTube öfter mal Probleme hatte, beziehungsweise nicht nur ich, aber weil es öfter mal Probleme gibt. Mann, ich komme nicht klar. Es ist alles genau wie damals. Musik zu verwenden, auch wenn sie frei ist. Oh nein. Bitte nicht. Oh oh. Sorry. Ist zu spät. Macht dein Schlagzeug-Solo, oder was? Oh ja, zeig's ihnen. Lebenslange Übung!
Oh nein, jetzt wird sie mit dem Besen verdrescht. Ja, das heißt wohl so viel wie mitmachen. Du bist dran. Kannst du das alleine machen, genau. Gut. Aber der hat sehr viele Trommeln überall stehen, so wie es aussieht. Du hast keinen Beat verpasst. Ach, warte kurz. Ja? Hey, Mac? Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Es ist nicht so, wie du denkst, Mac. Oh, gut. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin! Alter, ehrlich, du verstehst das falsch. Sag mir, warum ich dir nicht die Fresse einschalten konnte! Nein, 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 nicht hier, nicht hier! Es gibt keinen Grund mehr. Du solltest lieber mit deiner Freundin reden. Ich denke mit dir! Ich wollte nicht. Ist schon okay. Ich würde mich an deiner Stelle umdrehen und gehen. Deine Schwester hat sich gestört. Verflucht, ihr könnt mich beide mal! Es tut mir so alles leid. Gut. Fuck. Gabe, Alex. Warte. Ist okay. Meine Schicht fängt gleich an. Super. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut.
besten packe ich erstmal aus. Ja, und ich würde sagen, wir haben massiv überzogen jetzt bei dieser Folge. Dass wir jetzt erstmal einen kleinen Cut hier machen. Leider konnte ich vorher keinen richtigen Cut machen. Vielleicht habe ich es doch geschafft, irgendwo in einer Szene. Aber ja, wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass ihre Gabe sowohl eine Gabe wie auch ein Fluch ist, was wir allerdings sehr schnell festgestellt haben. Und mir schwant ehrlich gesagt für den Rest des Spiels nichts Gutes. Aber ich finde es geil, dass es mal auf eine andere Art und Weise gemacht ist. Also, dass wir nicht nur wieder die Zeit irgendwie zurückdrehen können oder so, was wir ja jetzt so ziemlich in jedem Teil machen konnten von Life is Strange, sondern dass es diesmal um eine komplett andere Gabe geht oder auch ein Fluch, wenn man so möchte. Und dass dies natürlich extrem viele neue Möglichkeiten bietet. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß nicht genau, ob ich den Teil jetzt in ein oder zwei Folgen geschnitten habe. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen bei euch und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.